Wir schreiben eine neue Woche und wir beginnen sie mit Finance TV. Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind. Wir sprechen heute über das Segment Scale und die ersten Erfahrungen, die die Emittenten dort haben. Die Hoffnungen der deutschen Börse an Scale haben sich ja noch nicht ganz erfüllt. Bis jetzt gab es erst 4 IPOs, aber einer der Pioniere ist die Mynaric AG, ein Technologieunternehmen, das Scale im Oktober betreten hat. Und wie es sich anfühlt, als Pionier in Scale zu sein, was dieses Unternehmen vor allem vorhat am Kapitalmarkt, das fragen wir heute den CEO von Mynaric. Herzlich willkommen, Wolfram Peschko. Dankeschön für die Einladung. Sie sind ungefähr 4 Monate jetzt an der Börse. Wie fällt Ihre erste Bilanz aus? Gut. Man kann ja nicht anders sagen. Gut. Warum gut? Ja, wir haben uns natürlich selbst belohnt dadurch, dass wir eine ziemlich harte Vorbereitungszeit hinter uns gebracht haben und fühlen uns im Moment sehr wohl. Der Kurs ist in Ordnung und ich denke mal, dass wir im Moment on track sind. Das heißt, wir schaffen unsere Ziele und da wird noch einiges passieren an der Börse, denke ich mal. Sie haben ein extrem faszinierendes, aber auch extrem kompliziertes Geschäftsmodell. Ganz kurz gesagt, Sie entwickeln im Prinzip Lasertechnik, um Daten zu transferieren, die viel schneller sein soll als beispielsweise Glasfaserübertragung oder so, wie wir es jetzt haben. Und so als Claim Ihrer Firma haben Sie mal gesagt, Sie wollen das Cisco dieser Zukunftstechnologie werden. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Was für Investoren verstehen einen solchen komplizierten Investment Case? Ich finde, es ist gar nicht so kompliziert. Wir verkaufen Hardware in einem Business-to-Business-Geschäft an sogenannte Konstellationsprovider. Das heißt, das sind die Leute, die solche Netzwerke aufbauen. Eigentlich ein ganz einfaches Geschäftsmodell. Die Leute, die jetzt im Moment besonders interessiert sind an uns, sind institutionelle Anleger, sind aber auch Private Offices. Aber man darf nicht vergessen, der größte Teil ist ja noch beim Management von der Firma und einigen wenigen. Und der Rest ist 30%, ist glaube ich Freeflow. Also so sensationell viel ist ja nicht Freeflow. Aber das kommt jetzt, weil ja diese Lock-up-Periode zumindest zum Teil jetzt im Mai zu Ende geht. Sind das eher ausländische Instis oder deutsche Instis, die investiert haben bei Ihnen? Also wir haben uns sehr lange überlegt, wo gehen wir denn eigentlich hin mit unserem Börsengang. Und da waren die unterschiedlichsten Möglichkeiten im Spiel in den USA, in Kanada. Und wir haben uns ganz einfach für Deutschland entschieden, weil wir ein deutsches Unternehmen sind. Klingt ein bisschen komisch, aber wir fanden das gut und haben eigentlich sehr gute Erfahrungen, insbesondere auch jetzt mit Scale gemacht. Wie viel hat Sie der IPO eigentlich gekostet und was haben Sie eingenommen damit? Naja, Sie müssen schon sehen, da arbeiten schon eine ganze Menge Leute an so einem IPO. Also ich schätze mal so um die 20, das muss man sich schon klar machen, wenn man so ein Ziel vor Augen hat. Und das Ganze hat uns vielleicht, naja, so ungefähr 1 Million gekostet und eingenommen haben wir über 27 Millionen. Sie haben gesagt, es hat sich gelohnt für Sie, die Investoren sind da. Inwiefern arbeiten Sie jetzt schon daran, sich eine strategische Investorenbasis aufzubauen im Blick auf künftige Kapitalmarkttransaktionen? Wir sind ja als Unternehmen seit 2013 praktisch ununterbrochen auf Roadshow. Das heißt, wir haben das auch nicht unterbrochen jetzt nach dem IPO. Mit dem IPO haben wir uns konzentriert auf Europa. Das heißt, in diesem Jahr werden wir vermehrt auch Übersee-Investoren ansprechen, einfach um im Gespräch zu bleiben und für die nächste Kapitalrunde, die wir so ungefähr in 3 bis 5 Jahren erwarten, eben genügend Interessenten zu haben. Außerdem möchten wir auch sicherstellen, dass diese Lock-up-Periode gut über die Bühne geht. Das heißt, wir haben jetzt schon Interessenten für Aktien, die dann möglicherweise frei werden. Sie haben ja ein kleines Risiko gewählt, indem Sie sich für Scale entschieden haben, ein junges Segment. Sie waren eines der ersten Unternehmen dort und tatsächlich weiß kein Mensch, wie sich das in den nächsten 3 bis 5 Jahren entwickeln wird. Bei der Nasdaq oder bei der Euronext hätten Sie diese Ungewissheit nicht gehabt. Warum fühlen Sie sich wohl damit, Scale ausgewählt zu haben? Ja, gerade weil das ist ein neues Instrument in Deutschland. Speziell für uns, also das heißt, es ist ja sozusagen maßgeschneidert auf das, was wir sind, nämlich ein Hightech-Unternehmen, ein junges Unternehmen, ein hoffentlich aufstrebendes Unternehmen. Das hat uns sehr gut gefallen an Scale. Der Aufwand ist groß, aber deutlich niedriger, als wenn Sie zur Nasdaq oder sowas gehen wollten. Das heißt, wir haben uns da bewusst entschieden, dieses Scale-Segment zu nutzen. Wie lange ist Ihrer Meinung nach Scale der richtige Ort für eine Mynaric, wenn es wirklich nach vorne gehen sollte mit Ihrer Technologie? Wann sind Sie rausgewachsen?
Oh Gott, das muss letztendlich der Markt beantworten, glaube ich. Aber das heißt, wir auf jeden Fall die nächsten 3 bis 5 Jahre wird es da keine Änderung geben. Wenn wir nur einigermaßen die Umsatzprognosen, die uns auch der Markt verspricht, sagen wir mal, erreichen, dann wird sicherlich dann in der Zeit irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo wir dann sagen, jetzt müssen wir uns vielleicht anders orientieren. Wie sehen diese Prognosen aus? Naja, es geht ja schon um dreistellige Millionenbeträge. Das heißt, es geht um ein sehr starkes Wachstum. Dieses Wachstum ist, sagen wir mal, forciert durch unsere Kunden. Also es geht bei uns in diesem Fall nicht darum, hunderte von Kunden zu finden, sondern es geht darum, die Kunden, die wir jetzt schon haben, so zu betreuen, dass sie ihre Konstellationen aufbauen können. Und da geht es um sehr große Stückzahlen. Dieses Thema greift gleich nochmal auf bei der ersten unserer 3 Fragen von Finance TV. Das Thema, wo kann die ganze Geschichte noch hingehen mit Manavik? Ich bitte Sie ganz kurz zu antworten, gerne ja oder nein. Die erste ist eine Frage nach einem Jahr. Falls Ihre Technologie wirklich der Durchbruch gelingen sollte, bis zu welchem Jahr könnte Manavik an der Börse ein Milliardenunternehmen werden? Einfach eine Zahl? Ja. Okay, 2025. Okay, die zweite Frage, eine Entweder-Oder-Frage. War der tatsächliche Aufwand rund um den IPO höher oder niedriger als von Ihnen im Vorfeld erwartet? Niedriger. Und die letzte Frage, sind Börsengänge Ihrer Meinung nach für junge Unternehmen zu teuer? Nein, finde ich nicht. Wir haben ja alles ausprobiert. Wir haben ja auch selbst als GmbH früher noch auf Investoren gesucht. Und wir sind heute der Meinung, dass es deutlich günstiger ist, sich so zu positionieren, wie wir es jetzt getan haben. Das merken wir auch an der Reaktion der Investoren. Und wenn Sie es wirklich schaffen, das Unternehmen richtig groß zu machen, nochmal viele Millionen einzuwerben, dann fällt die Million auch sicher nicht mehr ins Gewicht, die Sie dafür ausgegeben haben. Davon gehe ich aus. Wir wünschen Ihnen alles Gute bei dem Weg. Faszinierende Technik, faszinierendes Unternehmen. Alles Gute, Herr Peschko, und danke, dass Sie bei uns waren. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Am Donnerstag haben wir ein Thema, das da richtig mit reinspielt in diesen Themenbereich. Wir sprechen über MiFID II und welche Auswirkungen es am Markt gehabt hat. Manche sagen sogar, welche Verheerungen. Wir fragen Kai Bommer, den Chef des Investor Relations Verbands DIEX. Schauen Sie wieder rein. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.